hier bin ich auch schon wieder und ich betrete die nächste entweihte Krypta. Hier geht's gleich mal rein. Schrein des Schutzes. 25%. Denn ich wollte bestimmt wieder weitersehen, wie es weitergeht für die Diablo-Fans. Und ob ich es schaffe. Oh, hier ist gleich schon wieder ein Champion. Ein volles Damage drauf und da haben wir ihn schon. Gold einsammeln, dann gucken wir gleich wieder, was wäre vielleicht besser mit Helm. Haben wir noch nicht, nehmen wir gleich her. Sieht gut aus. So, dann gehen wir weiter. Normal nicht. So. Hier kommen welche raus, die Skelette. Und da kommen die nächsten. So, geht's gleich weiter. Als erstes killen und hier, denn die beschwören hier gleich noch die mehr Gegner. Das wollen wir nicht. Oh, da sind wieder Champions drin. Hungrige Leiche, die haben es auf uns abgesehen. Genauso wie die anderen. Jetzt geht es ja noch sehr schön, aber es wird bestimmt noch schwieriger werden. Ich habe nicht genug Arcane. So, jetzt nur noch einen, das haben wir dieses ein erst und dann so. Hätten wir, gucken mal wieder. Schild. Oh, das ist besser. Nehmen wir gleich her. Schwert, Stiefel, Bogen, Bogen. Hier auch noch. Schlechter lassen wir und wir gehen weiter. Da weiter. Noch zerstören. Ich sehe im Moment nicht so gut. Sonne reflektiert ein wenig auf dem Monitor und hier ist es ja nicht gerade hell in diesem Raum. Wenn mich meine alten Meister jetzt sehen könnten. Stufe 8. Diamanthaut, das ist natürlich sehr gut. Die werde ich gleich mal einsetzen. Und Heiltränke. Gucken wir mal, hier haben wir Anschläge, Heiltränke, ist nichts besser geworden, Fertigkeiten, Diamanthaut, die nehmen wir, annehmen, und wir gehen weiter. Hier runter und hier ist der Ausgang. Hier war sie auch nicht. Krone ist nicht hier. Erstmal auf die Map noch gucken. Nee, das war die falsche. Wir verlassen. Und sind somit. No, komm rüber hier. In die dritte und letzte. Hier müsste die Krone jetzt sein. Alle
sind drei. Und wie es hier weitergeht in dieser Krypta, gehen wir noch rein. Ich mache wieder Aufnahmestopp gleich. Und wie es weitergeht, seht ihr in der nächsten Folge.